Sie lassen die Eisen glühen. Bernhard und Inge Dippon aus Beutelsbach haben die Feldschmiede angefeuert. Wie ihre Vorfahren vor 500 Jahren beim Bauernaufstand im Remstal. Diese Rebellion lassen sie jetzt wieder aufleben, auch mit den Waffen von damals, als es der Obrigkeit an den Kragen ging. Der arme Konrad, im Remstal ist er lebendig geblieben, bis heute. Das Herzblut vom armen Konrad steckt in viele Beutelsbacher noch drin. Das heißt, die den auch gern aufbegehren, wobei sie nachher wieder miteinander zusammensitzen. Wer war der arme Konrad? Der arme Konrad, sagt Historiker Bernd Breivogel, war keine konkrete Person, sondern der Überbegriff für den ganzen Aufstand im Remstal. Und warum gerade armer Konrad? Die plausibelste Erklärung für diese Namensgebung lautet so, dass arm für den armen Mann steht, im Sinne von gemeiner Mann oder heute auch kleiner Mann, also quasi das Volk schlechthin. Konrad ist einfach ein weit verbreiteter Vorname damals gewesen. Also insofern bezeichnet armer Konrad nichts anderes als ein Aufstand des Volkes schlechthin. Der arme Konrad heißt auch das Stück, das die Theatergruppe Lindenhöfler in Fellbach probt. Während der württembergische Herzog Ulrich rauschende Feste feiert, geht es den Bauern schlecht. Wir glaubten nicht, dass ihr wissen und dulden würdet, dass man den Bauern den letzten Schweiß zapft, dass man Männer in Turm werfet ohne Spruch, dass man Knaben niederschmeißt und striemt. Bis das Blut rinnt. 1514 reicht es ihnen. Sie rotten sich zusammen und lassen sich von der Obrigkeit nichts mehr gefallen. Was ist damals passiert? Angefangen hat alles an der Rems. Der Geispeter, ein rebellischer Bauer, versenkt im Mai 1514 neue Maßgewichte der Obrigkeit im Fluss. Die hatte Herzog Ulrich gefälscht. Ein glatter Betrug an den Bauern. 4 Monate lang ziehen über 1000 Aufständische bewaffnet durchs Remstal und fordern mehr Gerechtigkeit, bis sie schließlich hier auf dem Kappelberg vom Herzog gestellt werden. Ungefähr 1000 Mann haben sich hier in der letzten Juliwoche versammelt und das letzte Widerstandszentrum im ganzen Land, im ganzen Herzogtum Württemberg gebildet. Vorzugsweise aus dem Remstal, aber auch aus anderen Ämtern, wo die Leute mit der Entwicklung nicht einverstanden waren, sind noch Aufständische hier hochgezogen und haben eine Woche ausgeharrt, bevor sie dann schließlich doch aufgegeben haben. Und beim anschließenden Blutgericht wurden 10 Anführer enthauptet, Dutzende Aufständische landeten im Kerker. Was hat der Aufstand gebracht? Auf den ersten Blick nicht viel. Die Bauern mussten weiter für den Herzog knechten. Doch immerhin, 10 Jahre später begann der Deutsche Bauernkrieg. Den Boden dafür hatte auch der arme Konrad bereitet. Das war sehr viel Mut, der damals zum Tragen kam, der damals auch erforderlich war. Weil die haben damals auch Pionierarbeit geleistet mit diesem Widerstand. Pionierarbeit, die noch heute für viel Respekt und Anerkennung sorgt bei Bernhard Dippon und den Remstälern. Sie haben den armen Konrad nicht vergessen, auch 500 Jahre nach dem Bauernaufstand.